Und dann muss ich noch Monikas lesen. Das wird spannend. Die hat ja Sayuri umgebracht. Und jetzt sieht man vielleicht mal irgendwelche komischen Hints oder so. Vielleicht sieht man irgendwo, ja, die hat ihn umgebracht oder so. Also, hi Mike. Hast du eine gute Zeit bis jetzt? Oh yeah. Gut, gut. Schön, dass du hören. Und Yuri wird das bestimmt auch gefallen. Also, das ist keine schlechte Sache, weil Yuri ist ja auch cool und so. Und deswegen denke ich, dass das so ist. So, die verbringt zu viel Zeit in ihrem eigenen Kopf. Und das ist, weil sie, so denkt sie halt. Und ja, also sie muss wirklich, ja, sie hat nicht gut Connections und so weiter. Kann sie halt nicht so gut. Und deswegen hat sie eine gute Handschrift jedenfalls, ne? Und plötzlich öffnet sich die Tür und Yuri kommt, ja. Hat sie ihm das verpasst? Nein, nicht wirklich. Also wir haben unsere Gedichte geschert und so. Schon? Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Keine Sorge, wir haben immer noch ein bisschen Zeit, dass wir das machen können. Okay, danke Monika. Dann sollte ich mal zu meinem eigenen Gedicht kommen. Also, hast du mein Gedicht schon gelesen? Ach, ich bin nicht so viel gut. Ah doch, du bist gar gut, du bist auch der Präsident und so weiter. Und lesen wir es mal. Holen Wall. Ja, sieht nicht so aus, als wenn das irgendwie. Nee, keine. Nix mit Sayuri leider. Also, was denkst du? Ja. Cool und so, Freiheit und so weiter. Ist nicht mein Style, aber. Wie auch immer, man muss eben zwischen die Zeilen lesen und dann. Und so weiter. Was war die Inspiration? Das war natürlich, wie soll man das so sagen? Weiß ich nicht. Ist auch eine Epiphanie natürlich, ne? Wer weiß denn nicht, was das ist? Und ich weiß das natürlich nicht, was das heißt, aber ist mir auch egal. Ich habe das beim ersten Playthrough schon übersetzt. Jetzt muss ich nur nachgucken, was das Epiphanie heißt und so. Und jetzt kommt der Writing-Tipp of the Day. Das war ja, der zweite Tipp war ein bisschen komisch und der erste Tipp ist das jetzt hier. Also, ja gut, das ist der gleiche Tipp, daran erinnere ich mich. Ich habe ein gutes Gedächtnis manchmal bei manchen Sachen und deswegen, ja, einfach den man muss einfach einen Flow haben, dann geht er schon. So, und jetzt können wir auch noch Yuris lesen. Mal sehen, wie das so ist. Punkt, Punkt, Punkt. Als Yuri mein Gedicht las, leuchteten ihre Augen auf. Ah, oh, das ist ja echt unglaublich. Wow, Maike, ich bin überrascht, dass du das so toll gemacht hast. Ach Mensch, ey, huch, habe ich das laut gesagt? Das wollte ich gar nicht. Er hasst mich bestimmt jetzt. Das ist wirklich nicht falsch, Yuri. Habe ich das laut gesagt? Du hast recht. Wieso bin ich so nervös? Also, wie findest du meine Writing und so? Ja, Mensch, ey, das ist so toll und so, was du gemacht hast, Mike und so. Aha, das ist jetzt nicht irgendwie so unglaublich oder so, nee. Das haben wir schon beim ersten Mal gelesen, ich erinnere mich an die letzte Zeile. Es flackert zurück oder so. Ich habe eine schreckliche Handschrift, Yuri, ne? Die ist ja auch ein bisschen doof, ne? Aber mit ein bisschen Arbeit wird sie schon eine wundervolle Person. Das heißt, wenn wir heiraten, dann werden wir ein wunderbares Pärchen abgeben. Das ist unglaublich, Yuri. Wow, ey. Das ist nicht so. Das war unglaublich. Unglaublich war das, sage ich dir, Yuri. Nein, das war gar nicht so. Denkst du wirklich so? Ja, natürlich, Yuri. Ich liebe dein Gedicht. Wow, ey, ist dein Gedicht nice, ey. Also, so ein Gedicht habe ich echt noch nie gelesen. Wow, ey. Yuri, du bist die Beste. Du weißt schon. Ich war schon ziemlich nervös. Du musst nicht nervös sein. Du bist so toll, Yuri. So, so toll, ey. Wow, ich liebe dich, Yuri. Weißt du was, Yuri? Lass uns heiraten. Oh, das stand da gar nicht hoch. Und das war's schon. Yay. Puh. Ach, nochmal durchgekommen, weil ich muss eben Stirn wischen. Puh, das geht nicht so gut mit einer Brille. So, ich guckte durch den Raum und ja, war ein bisschen mehr stressig, aber sonst, ja, die Musik ist wieder umgesprungen auf die komische Musik, das heißt, gleich kommt wieder ein Jumpscare, macht euch bereit. So, auch wenn jeder nice ist, mein Gedicht ist einfach nicht so nice wie deren, also es ist der Literaturclub halt, ne?
Ah, ich stöhnte und wieso habe ich mich in solche Sachen nur eingelassen? Ich weiß auch nicht so. Durch den Robbenzeichen muss ich ja irgendwas hinschreiben. Und meine Augen landen auf Yuri und Natsuki und die tauschen auch gerade aus und streiten sich, weil die meinen, ja, das ist viel zu kurz und das hat nicht so eine direkte Message und so. Und ah, Mensch, ey, das ist ja viel zu komplex und so. Da muss man die Message doch direkt durchlesen. Nein, die Message muss zwischen den Zeilen so Dings sein und so. Nein, so ist das doch gar nicht. Ah, Mensch, ey. Ah, ey, das ist doch gar nicht. Es geht ums Aufgeben hier in dem Gedicht. Ah, hast du das überhaupt gelesen, Yuri? Ah, weiß ich. Ich meine nur. Monika hat's gemacht, deswegen musst du das auch mögen. Jeder muss mein Gedicht mögen, weil das ja so cool ist und von mir stammt. Ich bin die Beste. Mike hat meins auch gemacht. Oh, jetzt müssen wir wieder hoch. Natsuki stand plötzlich auf. Oh, okay. Wusste ich gar nicht, dass wir. Achso, jetzt müssen. Achso, ja, jetzt kommt die Musik wieder. Jetzt müssen wir uns gleich wieder entscheiden, welches Gedicht besser war. Und dann sagen wir natürlich wieder, Yuris ist das Beste. Also Yuri immer noch am besten. So, also ja, Yuri ist voll edgy und so. Man, es wird immer schneller und so. Das ist die einzige süße Sache, ist, wie du es versuchst und so. Und careful, wie du das sagst und so, das macht mich gerade ein bisschen nervös. Tut mir leid, wusstest du doch nicht. Hast du mich gerade accused of cutting myself? Was ist nur falsch mit deinem Gesicht? Ja, mach weiter. Los, lass uns Mike entscheiden. Plötzlich drehte sich Yuri um zu mir, als sie mich jetzt erst bemerkte. Mike, sie will nur, dass mein Gedicht schlecht aussieht. Dann ist es nicht wahr. Sie hat angefangen. Wie es ist, ist Yuri. Nein, nicht Natsuki. Yuri. Hallo Monika. Ich will mal Yuri, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Yuri. Yuri. Hey Mike, hey. Wieso gehen wir nicht nach draußen für einen Moment? Okay. Nein, ich will. Hey. Ich wollte doch noch sagen, dass Yuri das Bessere hat. Tut mir leid, du solltest da drin echt nicht verwickelt werden. Ist schon besser für uns, wenn du daraus aus der Sache rausgehen würdest. Wir werden wieder reingehen, wenn sich die Sache beruhigt hat. Also, ich bin schon ein komischer Präsident, oder? Ich kann auch nicht mal mit meinen Clubmitgliedern richtig umgehen. Ja, ich wünschte, dass ich auch manchmal ein bisschen mehr durchsetzungsfähiger wäre. Aber ich hatte noch nie die Zeit und die Möglichkeit, sowas durchzusetzen und zu üben und so. Du verstehst mich doch, oder? Wie auch immer. Ich will nochmal nur anmerken, Monika ist bis jetzt die Einzige, die vor den Textboxen erschienen ist. Niemand anderes ist vor den Textboxen erschienen. Das muss natürlich eine Bedeutung haben, dass Monika irgendwie besonders ist. Ich habe Monika gesagt, ne? Genau, Monika meinte ich. So, wenn du jetzt lieber weniger Zeit mit uns verbringen willst, ist das okay. Das ist aber auffällig. Ich wäre froh darüber, wenn ich mehr Zeit mit dir verbringen würde. Oh, okay. Plötzlich rannte Natsuki in den Klassenraum. Aus dem Klassenraum. Oh nein, die weint. Oh. Wir hätten das doch entschärfen sollen. Oh nein. Oh, jetzt tut mir die voll leid. Guck mal, was sie angerichtet haben. Und Yuri weint doch auch bestimmt. Ich meine das doch nicht. Ich meine das nicht so. Yuri wippte nervös mit dem Stuhl. Yuri? Ich meine das nicht so. Ich glaub dir ja.
Ich habe keine Idee, was Yuri vielleicht zu Natsuki gesagt hat. Oder getan hat. Mike, bitte hasse mich nicht. Bitte. Ich bin nicht so. Das stimmt um etwas nicht mit mir heute. Na, ist okay, Yuri. Wir wissen, dass du nichts Böses wolltest. Nebenbei bin ich mir auch sicher, dass Natsuki dir morgen schon wieder vergeben hat. Komplett. Oh, das ist aber auffällig. Wie auch immer, das Meeting ist vorbei. Wir können jetzt alle nach Hause gehen. Tschüss. Und Yuri guckte auf mich, als wenn sie irgendwas sagen würde. Aber sie guckte auch noch einmal auf Monika. Du kannst als erstes gehen, Monika. Ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Ich bin der Clubpräsident, also würde ich gerne als letztes gehen. Sehr auffällig, sehr auffällig. Ich werde hier warten, bis du fertig bist. Okay, ich bin der Vizepräsident, also... Bitte lass mir die Ehre heute. Das hört sich irgendwie so an, als wenn du mich hier nicht haben willst, Yuri. Nein, das will ich gar nicht. Das ist nicht... Ich will nur... Ich hatte noch nicht so direkt die Möglichkeit, mit Mike über das Buch zu bereden. Das wäre doch jetzt doof, wenn wir jetzt einfach aufhören würden. Na gut, dann habe ich wohl keine andere Wahl, ne? Tut mir leid, dass ich dafür jetzt das... Wir haben da ein bisschen was übersprungen. Egal, also wir entscheiden uns wieder für Yuri. Das wird ja jetzt echt hier komisch. So, Poof Kawaii Desire. Uncontrollable, ja, ey. Unending, oh ja, extraordinary, nein, doch nicht. Okay, ja. Effulgent, auch wenn ich nicht weiß, was das heißt. Und, boop. So, was heißt hier, was ist das Negativste? Climax, das gehört zu einer guten Story. Genau, ey, Depression, oh ja, sowas von Suicide, oh ja. Und, Vivacus, genau, Contamination, unbedingt. After Image, oh ja, so. Hört, oh ja, also so richtig. Encon, irgendwas, oh ja. Und jetzt Scars, oh ja, die sind auch richtig nice hier. Und hier Inferno, oh yeah. Hopeless, wow. Jetzt gehen wir aber. Excitement eher nicht. Massaker, aber oh ja, Massaker. Abenteuer auch eher nicht, aber ist ja egal, denn Miss Fortune. Sah aus wie ein verbranntes Bild von, sorry, so eine Kinderzeichnung. Noch ein paar Tage ist vergangen und es war schon wieder Clubmeeting. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen eingewöhnt und so weiter. Und in der üblichen Szene begrüßt mich Ida. Willkommen zurück, Mike. Geht's dir gut? Also, ich weiß nicht, das sieht ein bisschen komisch aus bei dir. Ach, wird schon so. Ah, hi, Yuri. Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, aber irgendwie ist Yuris Ausdruck, weiß nicht, als wenn irgendwie noch die bisschen von gestern hängen geblieben wäre, ne? Oh, jetzt wieder ganz. Yuri guckte durch den Raum. Natsuki las ein Manga auf einem Tisch. Und erstaunlich ist Monika noch nicht da. Aha. Oh, jetzt wird's ernst. Auf einmal nahm Yuri meinen Arm und zog mich in die Ecke des Raums. Wegen gestern. Ich muss mich echt entschuldigen. Es ist noch nie so etwas wie gestern passiert. Es kam alles über mich und so an. Ich war nicht ganz ich gestern. Bitte denk nicht, dass ich immer so bin. Nicht nur ich, aber Natsuki auch. Ah, Yuri. Ich bin froh, dass ihr euch schon wieder verstanden habt. Du musst dir nicht so viele Sorgen darum machen. Auch wenn ich hier schon erst ein paar Tage da bin, weiß ich, da habe ich schon erkannt, dass gestern irgendwas komisch war. Vielleicht waren wir nur ein bisschen extra sensitiv, weil wir das erste Mal unsere Gedichte geschert haben. Aber was auch immer es war, ich denke jetzt nicht, dass du irgendwie minderwertiger bist oder so. Ich habe echt schon entschieden, dass wir
heiraten werden, dass du keine schlechte Person bist. Und ja, jetzt, wo du dich auch noch entschuldigst, weiß ich, dass du wirklich nicht fies sein wolltest. Mike, du sagst solche Dinge so einfach. Das macht mich echt froh. Ich bin echt froh, dass ich so eine understanding Person kenne. Und ich bin auch froh, dass du diesen Club gejoint bist. Alles ist so froh, seit du dem Club betreten hast. Tut mir leid, was sage ich denn jetzt? Hey, habt ihr Monika heute gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich auch schon gewundert, wo die ist. Ich weiß schon, wo die ist. Die hat gerade Piano gespielt, hat wahrscheinlich Mordpläne geschmieden. Mann, ey. Juri, du hast sie auch noch nicht gesehen, oder? Nein, habe ich nicht. Wo bleibt die denn die ganze Zeit? Ich weiß, dass es doof klingt, aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Was? Wieso guckst du mich so an? Natsuki, wegen gestern. Ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich verspreche, dass ich nichts von dem, was ich gestern gesagt habe, ernst meine. Und ich werde mein Bestes versuchen, jetzt auch noch mich unter Kontrolle zu haben. Also. Juri, worüber redest du überhaupt? Hast du gestern irgendwas gesagt? Was auch immer du auf dem Herzen hast, ich bin sicher, es war nichts. Das ist natürlich auffällig, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr weiß, als wenn sie von einer anderen Zeitlinie stammt. Wahrscheinlich redet die gleich auch noch mit Sayori, obwohl die nicht weiß, wer dies ist. Ich erinnere mich noch nicht mal, als dass irgendwas Schlechtes gestern passiert ist. Du bist die Art von Person, die einfach viel zu sehr Sorgen über alles machst, über die kleinsten Dinge auch noch. Aber. Ja, ich akzeptiere deine Entschuldigung auch, wenn es dir hilft. Nebenbei ist es auch ganz nett zu hören, dass es, ich hatte auch schon ein bisschen Angst, dass du mich insgeheim hassen willst oder so. Nicht, auf keinen Fall, ich hasse dich nicht. Ja, du warst heute schon, du bist schon ein bisschen komisch, ne? Aber ich hasse dich auch nicht. Natsuki redete sich zu mir. Du bist immer noch nicht richtig drin, oder? Hey. Plötzlich öffnete sich die Tür. Sorry, ich bin so super sorry. Ich war ein bisschen spät. Ah, da bist du endlich. Ja, ich wollte nicht zu spät kommen, aber ich hoffe, ihr habt euch keine Sorgen gemacht von mich. Na. Natsuki hier hat sich Sorgen gemacht. Gar nicht. Was hat denn so lange gebraucht, Monika? Monika ist übrigens auch ein komischer Name für ein japanisches Mädchen. Mike, weil du mich gut in eine gute Stimmung gebracht hast. Wie wäre es, wenn wir jetzt heute mehr Zeit miteinander verbringen würden? Ich meine, im Club natürlich, ja. Ja, definitiv natürlich. Habe ich sowieso heute eingeplant. Okay. Können wir dann starten? Lass uns einen Platz zum Sitzen suchen. Ich bin ein bisschen zu direkt. Tut mir leid. Mein Herz es hört einfach nicht auf zu pochen, weißt du? Ah, keine Sorgen. Es ist nice, wenn ich so sehe, dass du so viel noch Energie noch hast und so. Ja, aber ich muss mich beruhigen. Ich muss mich aufs Lesen konzentrieren. Ja, das ist die Zeit. Und wusch. Ich habe eigentlich eine Bitte. So, können wir zuerst ein bisschen Tee machen und so weiter? Oh, nicht schon wieder die lange Teezähne, die einfach viel zu lang war für Tee. Die wollen Tee machen, ne? Und was bringen die? Ja, wir gehen nochmal nach draußen, um Wasser zu holen. Und was passiert denn noch? Ja, lass uns das gemeinsam machen, obwohl das ein One-Man-Job ist. Deswegen kommt Monika nochmal. Hey. Was? Ach so. Ah, nee, hä? Wir sind diesmal nicht mitgekommen.
Das letzte Mal sind wir mitgekommen, ne? Mit dem Wasser holen und so. Jetzt ist sie alleine losgegangen. Okay. Jetzt können wir gar nicht mit ihr reden. Ja, ist auch egal. Nach 10 Minuten... Hä? 10 Minuten sind vergangen? Juri hat gesagt, dass es nicht so lange dauert. Hält etwas sie auf? Ich bin gelangweilt, um auf sie zu warten. Deswegen folge ich einfach mal. Und speichern mal. Denn ich habe gehört, ich glaube, da sind gerade Einbrecher in meinem Zimmer. Deswegen mache ich hier eine kurze Pause. Warte, ich speichere am besten nochmal. Genau, ja, ja. So, und dann gehen wir ins Main-Menü. Ist das immer noch so? So komisch? Ja, okay. Dann bis gleich.